Hallo, hier sind Tanja und Thorsten. Und heute haben wir mal wieder ein Unboxing-Video für euch. Und zwar, ihr wisst ja, wir haben beim letzten Unboxing-Video gezeigt, was wir so alles zugeschickt bekommen haben. Und ja, heute wollen wir dann das erste auspacken zusammen. Und zwar die Starterbox First Strike, oder auf Deutsch ist die erschienen mit dem Namen Erstschlag, aus dem Warhammer 40k-Szenario. Ja, ich bin gespannt, was da drin ist und ja, ich lasse mich einfach mal überraschen und ich freue mich. Und ich bin gespannt. So, jetzt packen wir das mal zusammen aus. Haben wir was zum Schneiden dabei? Ja, schneide du. Bastel das mal auf. Kannst du dazu schon irgendwas sagen? Also ich kann zumindest so viel schon mal sagen, dass das Warhammer 40.000 ja Science Fiction ist. 2017 wohl in der 8. Edition. Seid nicht böse, ich bin noch nicht ganz so fit drin. Ich bin Warhammer Fantasy Spieler gewesen. Glaube ich, in der 7. oder 8. Edition neu aufgelegt. Und was ich jetzt hier schon mal sehe, ist, dass die auch dann von dem Hersteller auch sich da was Neues einfallen lassen haben und das Spiel wohl auch für Neueinsteiger komplett interessant neu gestaltet haben, weil es eben zum Beispiel hier Easy to Build heißt. Das heißt, die Figuren, die sind zwar auch in Gussrahmen zum Zusammensetzen drin, werden wir gleich sehen, aber man muss die nicht mehr bekleben, wie ich das früher gemacht habe. Das ist bei diesen Figuren nicht notwendig. Und sonst ist in der Box auch alles drin, was wir zum Spielen brauchen. Figuren, Würfel, Schablonen, eine Spielmatte und sogar, auch wenn es aus Kunststoff, aus Pappe ist, zumindest schon ein erstes Gebäude. Das sind die Bases, da kommen dann nachher die Figuren drauf, die dann halt auf dem Spielfeld sich bewegen. Die Würfel, die werden wir für verschiedene Aktionen wahrscheinlich brauchen, wie Angreifen zum Beispiel. Und das sind die Gussrahmen der verschiedenen Figuren. Die blauen auf jeden Fall, das sind die, in Anführungsstrichen, die Guten, das sind die Imperialen, die Ultramarines, das weiß ich zumindest noch von früher her. Und die Grünen, das sind dann eben halt die Gegenspieler, nenne ich das mal vorsichtig. Und hier muss man das jetzt rauslösen? Genau, da würdest du jetzt am besten aus dem Bastelbereich zum Beispiel so eine kleine Zange nehmen, womit du Seitenschneider, die, ne? Seitenschneider zum Beispiel, womit du die, oder ein Skalpell, womit du die raustrennst. Und du siehst, du hast kleine Löcher eben halt auch dann entsprechend bei den Figuren dran, wo du die dann einfach nur zusammensteckst. Früher hat man die eben halt mit Kunststoffkleber zusammengeklebt. Wird wahrscheinlich jetzt hier nicht notwendig sein. Das heißt, man setzt die Sachen erst zusammen und hinterher kann man sie, wenn man möchte, bemalen. Genau, zusammensetzen, bemalen und dann mit entsprechendem Gelände dann auch zusammenstellen und dann auch miteinander spielen. Da, hier haben wir jetzt irgendwelche Heftchen noch drin. Na, hab schon. Die Fingernagel. Ja, die hast du ja länger als ich. Ja. Soll so sein. So, was haben wir hier? Was ist das? Irgendwelche Karten? Schauen wir erstmal uns vielleicht die Hefte an. Das ist vielleicht erstmal das Interessantere. Okay, also wie wir sehen, einmal ein Heft,
Das ist eigentlich auch eine ziemlich stabile Qualität. Gefällt mir auch von der Optik her. Ein Buch, ein Heftchen, was man zuerst lesen soll. Und das zweite Heft, das sind dann die Kernregeln, die man lesen sollte, damit man das Spiel auch miteinander, gegeneinander spielen kann. Dann haben wir hier. Zeig mal von innen, wie es aussieht. So sieht es zum Beispiel dann aus, wenn man die Figuren später mal zusammengesetzt und bemalt hat. Hier Blaumännchen. haben wir zum Beispiel. Das ist jetzt die Spielanleitung, oder? Nein, das ist das, was man zuerst lesen sollte. Ich denke mal, so ein allgemeiner Gesamteindruck, worum Naja. geht es überhaupt? Ich kenne das Buch selber auch nicht, ich muss es auch durchlesen. Aber was ich jetzt von hier aus gerade sehe, ist eben halt, dass man ein paar Ideen bekommt, wie die Figuren bemalt ausschauen können, was der Reiz dieses Hobbys ausmacht. Okay. Hier haben wir quasi sowas wie eine Inhaltsangabe, was in der Box drin zu sein scheint, wenn man die Figuren zusammengesetzt und bemalt hat. Wir haben jeweils drei von den blauen Figuren hier oben, drei von denen und 1, 2, 3, 6 von denen. Das ist dann als Figuren das Spielinhalt zu der Box. First, Zweig oder Erstschlag. Ich denke mir, ja, das ist sowas wie eine Anleitung, was man braucht und wie man die dann zusammensetzt. Na gut, so eine Zange hat man ja meistens zu Hause. Was haben wir hier? Das sind die Figuren. Sieht ja jetzt erstmal nicht so kompliziert an aus. Und das hier, was du gefragt hast, das sind Karten mit den verschiedenen, ja, Spielfiguren, die jetzt hier in der Box drin sind. Ein kleines Artwork dabei. Gut, gruselig. Was ist das denn? Das scheinen wohl die, in Anführungsstrichen, die Bösen zu sein. Verderbte, ehemalige Ritter, die dann, oder Ultramarines, die dann eben halt mit Dämonen in einen Pakt eingegangen sind, denke ich mir mal vielleicht. Ich kenne die Warhammer 40.000 Geschichte, wie sie aktuell ist, leider nicht ganz so gut. Der sieht aber besonders eklig aus. Auf Okay. jeden Fall, das Artwork gefällt mir und auf der Rückseite haben wir halt dann da die entsprechenden Spielwerte der jeweiligen Figur mit Bewaffnung und mit den Einzelheiten, was die Figuren ausmachen. Hier haben wir kleine Aufziehbilder, die kennt man aus dem Modellbau zum Beispiel. Wenn die Figuren bemalt sind, kann man hier so kleine Embleme und Wappen an die verschiedenen Truppen dran setzen. Ein Eselsohr drin. Schon drin oder gerade reingemacht? Nein, war schon drin. Da muss man was Schweres draufpacken. So, dann schauen wir doch mal, wie das aussieht. Ach, das ist der Spielplan, oder? Das ist jetzt ein beispielhafter Spielplan, so wie das ausschaut. Beidseitig gedruckt sehe ich schon mal, worauf man dann das Spiel nachher spielt. Zwei Seiten. Sind das dann zwei Spielfelder eigentlich, ne? Das sind zwei verschiedene Spielfelder, genau. Zwei Zehen. Und was haben wir jetzt hier? An den Deckel habe ich irgendwie verstanden, das ist. Genau, das ist jetzt quasi auch schon unser erstes Gebäude in Anführungsstrichen. Ne, in dem Fall sind das, glaube ich, drei große Überseecontainer. Kennt man halt von der Hafen zum Beispiel. Und das hier ist eine Schablone, mit der man dann nachher dann auch genau abmisst, wie schnell oder wie weit die Figuren sich über das Spielfeld bewegen dürfen. Weil es gibt hier nicht wie bei einem normalen Spielbrett Felder, die wirklich gezogen werden, sondern man muss das alles abmessen. Und da haben wir hier so eine kleine Maßhilfe mit Zoll ist das, glaube ich, 6 Zoll Maßstab. Und wenn dann einer mal gegen den Tisch rappelt, dann hat man das Spielfeld quasi durcheinander gebracht. Das denke ich mir weniger, aber der Reiz bei so einem Hobby ist ja dann jetzt auch tatsächlich, dass man später eben halt wirklich richtige Gelände baut. Da gibt es auch wieder den Bereich Modellbau. Aber hier tatsächlich, das gefällt mir jetzt erstmal so gut, was ich hier sehe, ist tatsächlich, dass hier in der Box erstmal alles drin ist, was man braucht, um mit zwei Personen
mal so ein kleines Spielerlebnis zu bekommen, um Einblick zu gewinnen, ob man das Spiel tatsächlich ausbauen möchte und weiterspielen möchte, weil es gibt natürlich dann auch zusätzliche Pakete, die hatten wir euch ja in der ersten Box mal gezeigt, als wir die große Kiste gekriegt haben. Und dann kann man nach und nach seine Armeen vergrößern und verbessern natürlich. Und das macht den Reiz dieses Spiels aus. Ich habe das Fantasy-Spiel früher sehr stark gespielt, da habe ich eine große Orks- und Goblins-Armee gehabt. Seht ihr das? Das. Ups. Hoppla. Bald die Kamera umgekippt. Hier sind so kleine Totenköpfe. Ganz detailliert. Die muss man dann auch anmalen, so kleine Sachen? Kann man auch anmalen, natürlich. Mhm. Ich meine, der Vorteil hier jetzt zum Beispiel ist für die, die jetzt auch einfach losspielen möchten, dadurch, dass die jetzt schon farblich sortiert sind, hat man jetzt die Sicht, grün sind die Bösen, in Anführungsstrichen Bösen, blau sind die Guten. Kann man natürlich sofort spielen, man muss sie nicht unbedingt bemalen. Ich habe damals tatsächlich meine Orks und Goblins alle bemalt. Das heißt, man könnte die Sachen also zusammensetzen und dann einfach schon anfangen mal ausprobieren zu spielen. Richtig, genau. Aber das machen wir an einem anderen Tag, in einem anderen Video. Jetzt wollten wir euch erstmal zeigen, was in diese Box überhaupt drin ist. Und ja. Sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tanja und Thorsten.